Tennisprofi Maximilian Matarazzo ist beim ATP-Turnier im argentinischen Córdoba in der ersten Runde ausgeschieden. Der 23-Jährige aus Nürnberg musste sich gegen den Slowen Aljas Beden mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Im Hauptfeld des mit knapp $590.000, 515.000 Euro, dotierten Sandplatzturniers in Südamerika war Matarazzo der einzige deutsche Spieler. Mischa Zverev ist zu seinem Erstrundenspiel nicht wie geplant angetreten. Statt des Hamburgers trat der Spanier Adrien Menendez, der als Lucky Loser ins Hauptfeld rutschte, gegen den Franzosen Jeremy Chardy an. Warum der ältere Bruder des Weltranglistendritten Alexander Zverev auf die Partie verzichtete, blieb zunächst unklar.